Hallo zusammen. Na, kriege ich das Vollbild noch hin? Ja, passt doch. Ich wollte mal ein kleines schönes Replay mit dem Super Kong hochladen. Ich weiß, ich meckere immer über ihn, er ist ein bisschen langsam für Vorstoß, Weltkarte und tralala. Aber manchmal funktioniert er auch ganz gut. Und ich will mich jetzt einfach mal ein bisschen selbst beweihräuchern. Und habe gedacht, ich lade jetzt mal was hoch. Meine beste Runde, die ich je im Kong hatte. Und ich habe gedacht, die will ich mal euch nicht vorenthalten. Wir sind hier auf Vorstoß gefahren in den Clan CSCST. Egal. Jedenfalls haben wir diesen Vorstoß da gewonnen. Ich gehe mal auf mich. Oh. Unser Clan heißt übrigens 12. Geisterdivision und wir suchen immer noch Leute. Also schreibt mich gerne an auf YouTube oder Ingame. Ihr seht ja meinen Nick. Ich leite es dann gerne weiter. Eben, wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen mit dem Super Kong angeben. Naja, manchmal macht er echt Spaß. Er ist halt extremst langsam. Gegen CS63 oder so, auf so Weltkarten oder bei Vorstoßtaktiken hat er meistens das Hintertreffen. Weil bis der on point ist, am Punkt ist, wo er gebraucht wird, hat er oftmals schon ein bisschen verloren an HP. Und dieses Spiel ist relativ langsam, das kommt den Super Kongs sehr gelegen. Es hieß eigentlich, die Super Kongs in der Base bleiben. Aber ich dachte, komm, scheiß drauf. Also, ich würde es bestimmt nicht sehen hier. Fährst ein bisschen mit, du kannst von der Posi B5, B6 rum, kannst du gut supporten, kannst ja versuchen, ein bisschen zurückzuziehen dann. Drum habe ich den Schritt gewagt. Krieg sofort eine von der Arti. Aber ich habe noch Glück gehabt. Unsere andere Arti hat gut kassiert. Ja, bis jetzt nichts Spektakuläres. Es hieß, das Ding hier oben gewinnen. Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie es leider nicht gewonnen. Also es wurde ein relativ statisches Match hier. Das kam mir eigentlich ganz entgegen. Aber seht selbst. Aber seht selbst. Hey, ja, ich darf ja auch mal stolz sein. Ich bin ja so ein durchschnittlicher Spieler und jetzt haben wir mal eine schöne Runde. Und da habe ich gedacht, komm, schauen wir mal. Gut. Also eigentlich hätten sie das da oben gewinnen müssen. Sie waren viel mehr Panzer. Aber so ist es manchmal. Nicht immer planmäßig im Leben. In dem Spiel und im Leben. So, die Farming Fiesta geht gleich los. Haben halt hier diese Super Kongs versucht hochzuschießen und haben mich ignoriert. Und das kam mir natürlich sehr gelegen. Erstmal. Unsere anderen Super Kongs stehen noch in der Base, aber es hieß ja eigentlich in der Base stehen bleiben. Aber eben, die Posi ist da relativ gut, um ein bisschen zu helfen. Ohne dass man da jetzt ins Getümmel fährt. Man kann sich aber trotzdem relativ schnell für den Super Kong noch zurückziehen. Oder dann waren sie auch schon tot da oben. Keiner wusste wieso, weshalb, warum, aber es ist halt so. IS-4 ist echt ein geiler Tank geworden. Bounced extrem viel. Aber man sieht beim Super Kong auch. Ich finde die IS-4, habe ich IS-7 gesagt? Ist egal. IS-4 meinte ich. Ist trotzdem ein sehr unangenehmer Gegner. Da bounced relativ viel. Also obwohl ich sie jetzt dauernd penetriere, aber es ist oft so. Man glaubt es kaum. Also, hier, die haben sich überhaupt nicht interessiert, die haben sich für unseren Maxi King Eyes interessiert und. Oh, Scheiße, habe ich jetzt Werbung gemacht? Also, der Spieler heißt so, ihr seht, also ich kann nichts dafür. Ich habe nach diesem Vorstoß auch gleich einen Maxi King gegessen. Hat irgendwie Lust drauf. Und ich konnte schön fahren. Ach, war das herrlich. Haben wir schon 2,5 auf der Uhr. Fünf acht legen wir hinten, auch von den HP, ihr seht. Das neue Update von World of Tanks, jetzt sieht man oben auch die HP. Das sah eigentlich gar nicht so gut aus, ne? Aber der Kong hat eine unglaubliche DPM. Ne?
Das ist halt, wenn der Superkunk arbeiten kann, geil. Ich habe mich ein bisschen geärgert da drüben. Der hätte mir jetzt echt noch ein bisschen gefährlich werden können. Aber das Gute war, dass auf unsere Art die Verlass war und somit war er tot. Na, gehen wir mal auf die Freie. Und das Farming-Fest geht weiter. Ist es nicht herrlich? Guck mal. Wichtig ist, auf die Low-HP schießen, Kanonen rausnehmen, aber das wisst ihr alle, ihr seid alle Profis. Das wisst ihr alles. Ist halt geil, oder? Das hat einfach Spaß gemacht. Und da habe ich auf AE umgeladen, damit ich den rausnehmen kann. Aber irgendwie... habe ich gedacht, komm bloß mein Hobel, ich muss zum Cap. Oder? So war es doch, glaube ich. Oder geguckt, was der da macht. Sehr schön, und da war der auch tot. Also ich muss sagen, gut gemacht, lieber Arti. Lieber Jürgen und lieber Dolton. Nee, Quatsch, Dolton war nicht in der Arti. Neox. Und wir hatten 5-6 auf der Uhr, 3-3 und 600. Jawohl, es lief einfach wie Schnitzelbrot und Pommes frites. Ne? Einfach ein schönes, schönes Spiel. Das macht halt dann mal Spaß. Ne? Und jetzt kommt der Superkonk. Er schleicht sich an wie eine Raubkatze. Er weiß, er ist offen, er ladet die gute Halle durch. Die Cappen und... Das ist nicht geil. Der war richtig scheiße. So, und dann laden wir wieder auf die gute Muni um, damit wir den rausnehmen können. Jawohl. Und da hinten, guck mal, wir haben noch einen 2-4 Superkonk da hinten rumgucken. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein Fest? Immer ein bisschen wackeln, damit ihr euren Coppola verstecken könnt. Und klasse Spielartig. Ich muss echt sagen, es fällt mir jetzt im Replay erst auf. Jungs, für euch war ich gut auch verlassen, ne? Und hier, ey, für mich ein super, super Wert hier. 7000 schon. Aber es ist noch nicht vorbei. Eigentlich wäre es jetzt durch gewesen, aber eben, wir haben gedacht, komm, scheiß drauf. EBR. Versucht jetzt den ein bisschen aufzumachen, nochmal den Super Kong. Mr. Sutschick. Naja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, es war richtig, wir lagen richtig zurück. Ne? Ihr habt die kompletten Panikattacken vom Team versäumt. Also Schreikrämpfe, Panikattacken, Tränen, Freude, alles, alle Emotionen waren in diesem Spiel. Wirklich übertreiben müssen, aber so ähnlich war es. Tom versucht hier schöne Superkonk aufzumachen. Irgendwie war er weg und da war er. Ja, das ist halt perfekt, oder? Perfekte Posi für einen Super Kong. Bam. Nur schön auf Kette stellen, Freunde, damit die Art ja ein bisschen wirken kann. Und kleiner Tipp: Kong, Super Kong, immer schön ins Heck ballern. Und da war er tot. Schaut euch das Spiel an. Später in der Auswertung hatte ich, glaube ich, 8-4 oder 8-5. 4-1, ihr seht selber, da unten, 2-2-3-3. Also es war echt der Hammer. Es war mein bestes Super-Kong-Spiel, was ich je hatte. So, und jetzt habe ich mich mal selber gelobt. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch dafür da lassen oder sonst was machen, ist mir auch egal. Ich wollte dieses Ding unbedingt hochladen. Wie gesagt, Rhabarber, Tralala, Hopsasa, wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich an. Wir suchen immer ein paar nette Spieler. Okay? Und sonst haut rein und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren und verpasst das nächste Video dann nicht. Ne? Okay, bis dann Leute. Ciao, ciao.